Ich meine, der Stuhl heißt ja integrierte Systeme und Photonik. Mhm. Und Photonik sind technische Nutzung des Lichtes. Also okay. Bauelemente, Systeme, die das Licht technisch nutzen. Das heißt, zur Photonik zählen Bauelemente wie Displays zum Beispiel. Da zählen Solarzellen auch zu dann, weil die eben Licht umwandeln in Strom. Displays wandeln Strom in Bildinformationen um. Also alles, was technisch das Licht nutzt, das fällt für mich unter die Photonik. Der Reinraum des Kieler Nanolabors ist hier untergebracht. Hier können wir Bauelemente herstellen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente unserer Forschung. Ein Reinraum ist ein Labor, in dem wenig Partikel in der Luft sind. Also okay. Wenn man Bauelemente herstellt, die Schichten haben, die im Nanometerbereich sind, also wenn Sie an Transistoren denken oder auch andere elektrische Bauelemente, die haben sehr dünne Schichten. Und Staubkörner sind riesig im Vergleich zu diesen Schichten. Das heißt, wenn während der Herstellung Staubkörner auf die Probe fallen, dann funktionieren die Proben nicht mehr oder die Bauteile funktionieren nicht. Deswegen werden Bauteile hergestellt in solchen Reinräumen hier, die eine sehr geringe Anzahl von Partikeln in der Luft haben. Und um die Anzahl an Partikeln niedrig zu halten, ist es zum einen so, dass man sich einkleiden muss. Das haben wir eben schon gesehen, dass die Personen entsprechend in Vollmontur, in Anzügen unterwegs sind. Man geht da hinten rein, kommt dann hier durch die Schleuse. Und dann in diesem Weißbereich hier. Und der Reinraum ist so ausgestattet, dass der in der Decke hat der sogenannte Filter-Fan-Units. Das sieht man vielleicht hier ganz gut. Das sind diese Rasterdecken im Endeffekt. Ah, durch die kommt gefilterte Luft, wird reingedrückt von oben. Und der ganze Reinraum ist unter Überdruck, sodass Luft durch alle Ritzen rausgedrückt wird, damit keine Partikel reinkommen. Das hier ist eine Probe. Man kann im Metall das erkennen hier. Das sind Filterbahnen in Metall. Ja. Die eine Art kann man ganz gut erkennen. Weiterhin haben wir hier transparente Leiterbahnen, die hier so runter und auch hier so rüberlaufen. Die sieht man nicht, weil sie eben transparentes, leitfähiges Material sind, Indiumzinnoxid. Und an den Kreuzungspunkten zwischen dieser Metallelektrode und diesen leitfähigen Bahnen, das ist das, wo wir hier Leuchtdioden haben. Das heißt, wenn man das hier anschließt, dann kann man sehen, dass hier Punkte leuchten. Und das, was hier so grünlich aussieht, das sind Fotodetektoren. Diese Fotodetektoren, die können aus Licht dann entsprechend ein elektrisches Signal machen. Die nutzen wir für Messsysteme im Endeffekt. Und ich habe hier auch mal einen, das ist auch nur ein Prototypensystem mitgebracht, wo man jetzt wieder sieht, das ist jetzt ein Viertel von solch einem Substrat hier. Und das ist kombiniert hier in diesem Fall mit einem Plastikteil, kann man sagen, einem gegossenen. Da ist ein Mikrofluidikkanal drin für kleine Flüssigkeitsmengen. Und hier oben aufgebracht ist eine Keramik, durch die Probe eingesogen werden kann. Und das hier ist Basisforschung zu einem optischen Messsystem. Die stellen wir hier im Reinraum her. Das ist eine Zweikammer-Beschichtungsanlage. Das heißt, wir haben dort eine Kammer, in der Quellen sind, um Metalle aufzubringen, wie zum Beispiel diese Metalle, die wir hier gesehen haben. Und eine Quelle, mit der wir organische Materialien, das heißt organische Chemie, organische Materialien aufbringen können, um Leuchtdioden oder Fotodetektoren zu realisieren. Also für die aktiven Schichten nutzen wir organische Materialien. Das ist die Fotolithografie, deswegen ist das auch gelb hier, dieser Bereich, weil man entsprechend Proben belackt und dann möchte man den Lack entwickeln mit UV-Licht. Und damit der nicht entwickelt wird vorher schon, ist das der ganze Raum in gelb gehalten. Und dann kann man danach am Mask Aligner, das ist ein Gerät, mit dem man Masken auflegt und dann belichten kann bestimmte Strukturen, die gewünschten Strukturen erzeugen, wenn man kleine Proben haben möchte. Genau, das ist jetzt hier ein Beispiel für ein optisches Labor, in dem wir unsere Charakterisierungsversuche machen, wenn wir hier solche Systeme herstellen. Wenn wir genau diesen Chip hier einsetzen, und zwar sieht man jetzt hier mal schematisch dargestellt, hier diese 8 Leuchtdioden, die leuchten, und die 8 Fotodetektoren, die dann das Licht wieder aufnehmen können. Und bei diesem Projekt geht es darum, dass wir für die Landwirtschaft eine Bodensensorik entwickeln möchten. Wir haben das Problem in Europa, dass wir viele Bereiche haben, die überdüngt sind. Und
Das Problem bei der ganzen Überdüngung ist auch, dass es schwierig ist, das zu überwachen, was im Boden passiert. Das sieht man an diesem Graphen beispielhaft. Hier ist Nitrat gezeigt als Funktion des Tages, also täglich aufgenommen Nitratwerte. Und man kann sehen, dass die eine hohe Variabilität haben. Das heißt, wenn man jetzt so an einem Tag eine Probe nehmen würde, wäre das Bild sehr unvollständig in dem Sinne, dass man eben die hohe Variabilität hat der Nitratwerte. Und unser Ziel ist, dass wir ein Messsystem entwickeln, das in den Boden eingebracht werden kann und regelmäßig automatisiert messen kann. Dann haben wir hier verschiedene Flüssigkeiten und wenn wir dann charakterisieren möchten, wie ist jetzt das Signal, dann können wir entsprechend mit der Pumpe verschiedene Flüssigkeiten auf unsere Probe geben und dann uns anschauen, wie groß ist das Signal. The reservoirs. Where in this case I will exchange this one with oil, because what I want to do is segmented microfluidic. So I want to create some water bubbles inside oil. Softer oxygen to control the pumping machine to control the pressure. So controlling the pressure, I control the speed of the flow. Genau, was man jetzt hier sieht, ist, dass hier so Tropfen sich durchbewegen und das nennt man Tropfenmikrofluidik. Das heißt, dass wir kleine Probenvolumina danach in den Tropfen haben, in wasserbasierten Tropfen ist das hier. Und dass das Ganze mit Öl als Umgebung ist, um entsprechend diese kleinen Volumina zu bewegen dann zu verschiedenen Punkten. Und diese Tropfenfluidik, die setzt man ein, wenn man kleine Volumina hat und dann in ein Messsystem reinbewegen möchte oder durch ein Messsystem durchbewegen möchte, diese Volumina, ist das ein Ansatz. Weil man kann eben nicht große Röhren dann nehmen, die man irgendwie komplett füllt. Dann bräuchte man ja sehr viel Material, um es zu füllen. Und mit diesem tropfenbasierten Ansatz kann man dann sehr, sehr kontrolliert und sehr kleine Probenvolumina verarbeiten. Okay, das ist ein weiteres Beispiel für eine Beschichtungsanlage, das ist eine Sputteranlage hier. Wenn wir entsprechend Proben herstellen wollen, werden die an dieser Anlage hergestellt, je nachdem, was wir genau machen, entweder im Reinraum oder hier. So eine Sputteranlage, was macht die genau? Die beschichtet dünne Schichten auf Substrate drauf. Also wenn wir ein Glassubstrat reingeben und wir möchten eine dünne Schicht, zum Beispiel Titandioxid, aufbringen, dann macht man das mit solch einer Anlage. Da ist unten eine Quelle drin, also mit dem Titandioxidmaterial. Ja. Da wird dann drauf geschossen und dann löst sich das Material und fliegt so nach oben weg. Ah. Und dadurch, dass das im Vakuum ist, wird dieses wegfliegende Material nicht an Luft irgendwie gestoppt oder gestreut, sondern fliegt bis zum Substrat oben. Und das können wir damit selber herstellen, dann die Proben. Genau, also das ist nur ein Beispiel nochmal für eine Beschichtungsanlage. Das ist hier so eine Handschuhbox. Ist für uns hier wichtig ebenfalls, also in die Handschuhbox, da geht man dann so mit den Fingern im Endeffekt rein hier vorne und steckt dann die Hand rein. Mit Handschuhen macht man das normalerweise und dann kann man entsprechend in einer Stickstoffatmosphäre prozessieren. Das ist wichtig für die Bauelemente hier, die auf organische Optoelektronik beruhen, aber auch für viele Bioanwendungen, die sauerstoffempfindlich sind. Damit kein Sauerstoff mit ins Bauelement reinkommt, muss man in Stickstoffatmosphäre prozessieren. Und das machen wir dann hier in solchen Handschuhboxen. Passend zur Forschung, haben Sie denn in der ganzen Zeit mal auch an Erfahrungen etwas mitgenommen, was vielleicht auch für zukünftige Forscher oder für die Forschung im Allgemeinen auch noch wichtig sein kann? Also erst einmal würde ich sagen, ist nach Forschung ganz wichtig, offen zu sein für das Überraschende. Gerade Ergebnisse, die nicht erwartbar waren oder so Beiprodukte in gewisser Weise, von denen man erstmal gar nicht weiß, weil es ist irgendwie so und so gelaufen, hat man gar nicht erwartet, für so etwas offen zu sein, weil da entstehen oft auch neue Ideen durch. Weil in gewisser Weise natürlich muss man dranbleiben und abarbeiten auch Dinge, also um voranzukommen. Das ist natürlich das eine, dass man voranschreiten muss und sich auch nicht
da zu sehr den Mut nehmen lassen darf, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Das ist sicher das eine, dass man voranschreitet und dranbleibt, aber das andere ist tatsächlich offen zu sein für Dinge, die so am Rande auftauchen. Das andere, was ich persönlich sehr wichtig finde, ist, mit anderen zu interagieren. Gerade wenn Personen andere Erfahrungswelten haben, zu diskutieren, was macht ihr eigentlich, was machen wir, was sind die Fragestellungen, da zu gucken, dass man gemeinsam zu Lösungen hinkommt. Das finde ich sehr spannend und das ist auch oft sehr fruchtbar. Um so Zukunft zu gestalten, die Energiewende zu gestalten, müssen wir neue Technologien erfinden, erforschen, auf den Markt bringen. Und ein Studium der Elektrotechnik bietet die besten Voraussetzungen, um gerade in diesem Bereich Messtechnik zum Beispiel, im Bereich Solarzellen, im Bereich Energietechnik, aber auch Elektromobilität, die Kenntnisse zu gewinnen, um die Zukunft mitzugestalten, aktiv mitzugestalten. Und das finde ich eine ganz große Motivation und hoffe, dass viele mit mir zusammen die Zukunft gestalten möchten und sich deswegen auch für ein Studium der Elektrotechnik oder einen verwandten Studiengang einschreiben und sich dort weiterbilden möchten.